Sommer 1966 lancierte Mao Zedong die große proletarische Kulturrevolution. Die Geschichte der Mango und ihre wundersame Verwandlung in eine heilige Reliquie passierte im Sommer 1968. Mango? Die Frucht? Mango. Gibt es sonst noch was? Warum passierte die Sache mit der Mango? Das war so. Meine Familie, die sah sie als große Kostbarkeit an. Wirklich. Die Mangos sind ganz besondere Produkte der Kulturrevolution. Ich finde, dass so viele Leute nach so einer Mango aus Wachs so verrückt sein können, das ist wirklich bemerkenswert. Und es ist auch ein bisschen beängstigend.